Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Heute mache ich mal wieder einen selbstgemachten Schleim. Und zwar einen klaren Schleim. Den macht man mit Wasser, Kontaktlinsenmittel, Kleber und Kaisernatron. Den Kaisernatron habe ich in so einer großen Packung geholt. Das erste ist, man macht ein bisschen Kaisernatron ins Wasser, so ungefähr. Nicht sehr viel, weil sonst wird der Schleim sehr hart. So, einmal umrühren und fertig. Jetzt machen wir den Kleber in die Schüssel. So, ungefähr so, so viel, das müsste reichen. So, und wieder zu. Und jetzt müssen wir einfach nur das Wasser vorsichtig reinkippen und dabei rühren, was ich gerade nicht so gut kann. Also so ungefähr. Und dann erstmal aufhören und weiter rühren. Und ihr dürft nicht so doll rühren, weil dann entstehen dann dadurch Blasen, so wie jetzt gerade. Und dann sieht der Schleim nicht mehr schön aus. Und jetzt ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit rein. Einen ordentlichen Schuss. Und so. Noch wird er nichts, aber jetzt fängt er an, sich ein bisschen fester zu binden. So. Ich nehme mal die Vase so hin. Das ist ein bisschen angenehmer. Ihr könnt jetzt auch ein bisschen schneller rühren. So. Dann noch ein bisschen mehr Wasser dazu. Und weiter rühren. Und ihr seht schon, es wird schon ein bisschen. So, ein bisschen schneller rühren. Guck mal. Noch ist es nichts, aber man muss beim Wasserschleim muss man ein bisschen länger rühren und da muss viel Kontaktlinsenmittel rein. So. Und jetzt bekommen wir auch schon fast die Masse. Ja. So, mal kurz Arm wechseln. Ihr seht schon diesen kleinen Klumpen, das ist wegen dem Kaisernatron. Weil der hat sich so einen kleinen Klumpen gebildet. Und ihr seht, jetzt sind ein paar Blasen da, kurz ruhen lassen. So eine Minute. Und dann kann man weitermachen. Ich lasse das jetzt mal nicht ruhen, aber man sollte es lieber ruhen lassen. Damit die Blasen weggehen. So. Und gleich haben wir es fast, aber da kommt noch ein bisschen Kontaktlinsenmittel rein. Und im Wasserschleim kommt keine Farbe rein, weil das soll ja wie Wasser aussehen. Und jetzt wird es langsam schon härter. Jetzt wird es so, mal alles von den Wänden abkratzen. Man möchte ja nichts verschwenden. So. So, der Schleim ist gleich fertig. Noch mehr Kontaktlinsenmittel rein. Und weiter rühren. Bis sich das alles schön vermischt hat und man das in die Hand nehmen kann. Wartet, Leute, so. Das hat noch nicht die gute Konsistenz. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Farbe reinmachen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Gold rein. So, ein paar Tropfen reichen. So, hier noch ein. Und damit es nicht so goldig aussieht oder die Farbe, die ihr nehmen wollt. So, gleich ist der Schleim auch schon.
Also jetzt wird es gelb. So. Dann, wenn ihr ist ein bisschen besser, mehr Kaisernatron reinzumachen. Weil mit Wasser klappt nicht alles. Aber so kann man das natürlich auch reinmachen. So, ihr seht's. Er wird schon. Oh, das ist so anstrengend zu rühren. So, ich würde sagen, jetzt kommt auch mal die Handarbeit. Ist jetzt zwar noch sehr klebrig, aber ich kenne dafür einen Trick. Und zwar Kontaktlinsenmittel in die Hände machen und dann klebt es nicht so. So, und seht ihr, es klebt fast gar nicht. So. So. Und ich glaube, wir haben den Schleim gleich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr danach noch mal ein bisschen Farbe reinmachen, was schon ein bisschen besser aussieht. So. Und ich glaube, Schleim sollte gleich auch schon fertig sein. So, mal alles abmachen. Und so. Ach, guck mal, er löst sich schon von alleine. Ah, Mann. So. Ich glaube, der Schleim ist bereit, benutzt zu werden. Also noch nicht ganz. Man muss ihn natürlich noch ein bisschen kneten. So. Also das war das Video, aber ich kenne noch einen kleinen Special-Trick. Und zwar, wenn ihr ein sehr Silber haben wollt, nehmt ein bisschen Halloween-Farbe oder wenn ihr sowas findet, nehmt es und dann macht es in den Schleim rein und dann einfach nur langziehen und ein bisschen kneten und dann habt ihr schon die Silberfarbe. Wartet mal, so. Und wenn man sich entspannen möchte, damit würde ich auch schon sagen, tschüss meine Freunde, abonniert und liked meinen Kanal und drückt auf die Glocke, wenn ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Tschüss!